Piratinnen und Piraten hisst die Segel, heißt es zurzeit auf dem Feutenberg in Furt im Wald. An die 120 Jugendliche aus Bayern und Tschechien sind auch in diesem Jahr wieder beim beliebten Kinderzeltlager. Und auch wenn es in einigen Zelten nicht unbedingt so aussieht, ohne Ordnung läuft bei den Piraten gar nichts. In der Früh müssen wir halt aufstehen um 7.30 Uhr, da sollen wir sie dann waschen, aufs Klo gehen und Zähne putzen. Dann um 8 Uhr ist dann Frühstück und dann können wir halt so da, was wir wollen. Also es gibt dann Workshops, die haben halt bei uns um 9.30 Uhr losgegangen. Und dann, dann um 12 Uhr dann gibt es dann Mittagessen, dann gibt es Spaghetti, da freue ich mich schon drauf. Und dann auf die Nacht, dann gibt es halt auch Abendessen um 6 Uhr dann. Das große Piratenschiff aus Holz fällt einem auf dem Feutenberg sofort ins Auge. Und um dieses Schiff dreht sich auch alles in den drei Ferienwochen. Die Kinder sind Schiffbrüchige, die jetzt auf Feutenberg Island gelandet sind. Eine Insel, die von Piraten besetzt ist. Und von den Piraten bin ich jetzt der Kapitän sozusagen. Und ja, und was machen wir jetzt? Das Schiff ist kaputt und jetzt müssen sie halt einfach da bleiben, bis das Schiff wieder seetauglich ist. Da gibt es dann einen Willi Holzbein, der ihnen da alle möglichen karibischen Goldmuscheln verkauft, wenn sie ihren Piratensong ordentlich können, wenn sie in den Workshops erfolgreich sind, bei den Programmen erfolgreich sind. Zum Schluss kriegen sie dann ihr Segel, ihr Steuerrad und was so dazugehört und haben das am Sonntag das Schiff wieder seetauglich und können dann Feutenberg Island wieder verlassen. So läuft es. Das Kinderzeltlager gibt es seit mittlerweile über 50 Jahren. Jedes Jahr gibt es ein anderes Motto und jedes Jahr kommt es gleich gut an. Da ist voll schön und wir haben schon Workshops gemacht und ich habe Schatztruhe gemacht und jetzt bin ich bei Geocaching. Wir haben viele Spiele gespielt. Da hinten auf dem Seilgarten haben wir auch gespielt und wir hatten viel Freizeit, sodass wir miteinander spielen konnten. Ja, schön. Am Samstag ist im Stadler Disco. Ja, und ich glaube, am Freitag gibt es einen Feutenberg-Burger. Ja, da bin ich gespannt, was das ist. Wenn alles gut geht, geht am kommenden Sonntag der Belagerungszustand von Feutenberg Island zu Ende und die Piraten verlassen friedlich den Bayerischen Wald.